Willkommen zurück bei Herr der Ringe Krieg im Norden. Wir sind gerade. Wo sind wir eigentlich? In irgendwelchen Minen? Hoppala. Ja, in Zwergenminen. Höps. Könnten Zwergenminen sein. Aua, Hilfe! Wow. Okay. Hier geht's lang. Ja, ich wollte mal gucken, ob da noch irgendwas ist, aber. Nee, hier lang. Hier liegt ein Toter. Achso. Ja, sieht so aus wie ein Zwerg. Das sind tote Orks. Ah ja, genau, die haben wir glaube ich gerade mal abgeschossen. Von da hinten. Das sieht hier nicht gerade sehr stabil aus. Weg ist er. Hier ist doch bestimmt noch was. Ja, da geht's. Ja, ja, eine Kiste. Ach, hier stand der eine, den wir vorhin abgeschossen haben, ne? Ja, genau. Neues Geheimnis entdeckt. Aber ich kann den Pilz nicht einsammeln, ist ja lustig. Aber steht auch nirgendwo was. Hey, eine Schriftrolle. Sehr gut. Jetzt steht da, ich kann das nicht einsammeln, weil mein Inventar mal wieder voll ist. 4 von 7 Schriftrollen haben wir schon. Wow, gut. Kannst du noch was nehmen? Ich habe davon, glaube ich, noch gar keine gefunden. Wieso kann ich denn die beiden Adler ja. nicht? Warte, ich gebe dir mal die Adler. Okay. Ah, kann ich gar nicht. Doch. Gib mir die mal zurück. Ich möchte mal wissen, ob die jetzt auf den selben Slot kommen, wo schon die anderen sind. Bis jetzt ist noch nichts angekommen. Na, dann dauert das jetzt wohl wieder. Dies wird sich als nützlich erweisen. Sein. Na egal. Da drüben war wir gerade, von da haben wir den Typ hier abgeschossen. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ja. Oh, hier sind noch Fußspuren. Hier ist eine Truhe. Wow. Jetzt habe ich da ein neues gekriegt. Oh, ein Schild. Boah, ist alles so schlecht. Alles so schlecht. Ich finde nur Sachen, die schlecht sind. Das gibt's doch gar nicht. Also meine Sachen sind häufig eigentlich ganz gut. Finde. Ja. Boah, das ist gut. Sehr gut, wir können wieder das verkaufen. Ja, und am besten dann direkt auch mal wieder. Am besten zurück nach Bruchtal und alles reparieren lassen. Genau, das ist wichtig. Genau. Brauche ich ganz dringend. Reparieren? Ja. Drücke Z, um deine Verbündeten um Hilfe zu bitten. Verkaufen. Was ist mit deinem komischen Tierfell, was du mir da gerade gegeben hast? Keine Ahnung. Einfach verkaufen, wenn das weg ja, ja. überflüssig ist. Ja. So, ich habe jetzt auch 25.000, ich habe aber nichts bekommen. Kein. Aha, okay. Ist, komisch. Oder hatte ich vorher schon mal irgendwann 25.000? Nee, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Müsste ich da mal nachgucken irgendwann. Wo war der Blöde mit seiner Schmiede, hä? Ach, hier. Geschickt dran vorbeigelaufen. Schön, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir behilflich sein? Was repariere ich denn mal? Warte mal. Nein. Ah, oh, verdammt. Was? Ich habe irgendwas verkauft, wovon ich nicht weiß, ob es gut war oder nicht. Aus Versehen. Naja, jetzt ist es weg. Tja.
Der ist natürlich Pech. Ich glaube, ich habe alles repariert. Wenn noch ein paar, noch mal gucken, ob ich noch was anderes verkaufen kann. Jene, die in die Wildnis auf. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Du kommst weg. Du nicht. Du kommst weg. Nein, nein. Nein, nein. Doch. War ich nicht doppelt weg? Das Ding kommt mal weg. Wieso leuchtest du blau? Das kommt weg. Das nicht. Nein, nein, nein. Okay. Fertig. Ah, ich noch nicht ganz. Naja. Brauchst du eine Rüstung mit 80 Rüstungswert? Was meinst du vom Körper oder was? Ja. Mit 80? Ne, ich hab 138 hier. Okay. Ich habe ja nur 3 Slots frei, das ist doch unglaublich. Boah, was hast du denn alles drin? Jetzt habe ich 4 frei, hihi. Ah, jetzt kann ich wieder was mischen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt habe ich 6 immerhin mal frei wieder. Oh, mein. Ich habe jetzt die ganzen Juwelen drin, Edelstein. Ich habe allein schon 9 Edelsteine hier drin. Na, davon habe ich aber auch viele. Da habe ich dann auch die ganzen Tränke und so. Na.
Ist ja lustig, man kann mit den Adlern nicht mehr reden. Aha, okay. Was machst du denn da so lange? Kann ich hier irgendetwas für dich tun, Andriel? Gucken, was ich alles verkaufen kann. Könnt ihr mir mehr über den Gundabadberg sagen? Ich kann dir leider nur wenig sagen. Ich weiß nur, dass Gundabad seit Jahrhunderten eine Hochburg der Orks gewesen ist. Die Zwerge, die dort vor langer Zeit lebten, haben gute Arbeit geleistet. Gundabad ist eine beeindruckende Festung. Er wurde jedoch während der Schlacht der Fünf Heere von den Zwergen selbst eingenommen. Wahrscheinlich hat das Wissen über ihre eigenen Baumethoden sowie ihre Beherrschung... Ich habe kaum noch Platz im Inventar. ...den Zwergen ermöglicht, den Gundabad einzunehmen, wo andere Armeen gescheitert wären. Es ist ein Jammer, dass Durins Volk die Festung nicht hat erhalten können. Sie vertrieben zwar die Orks vom Gundabad und töteten viele, aber es dauerte nicht lang, bis sich die widerlichen Kreaturen wieder in den leeren Hallen einnisteten. Erzählt mir mehr über den Krieg zwischen den Orks und den Zwergen. Es begann vor über 200 Jahren, als der Zwergenkönig Thor versuchte, in seine angestammte Heimat Moria zurückzukehren, nur um vom Orkkönig Asen... Was sind das eigentlich für Slots hier? Um sich zu rächen, bei sich Zwerge aus ihren Schildern oder so. Und führten 9 Jahre lang ich hab keine Schilder. Ja, oder auch bei anderen Beide Sachen, bei Waffen, glaube ich auch. Aber die Entschlossenheit und die unerfahrlichen Waffen der Zwerge führten schließlich zum Sieg. Azog wurde von Dain Eisenfuß erschlagen, der jetzt König vom Erebor ist. Doch der Sieg war hart erkämpft und viele Zwerge kamen um, bevor er errungen war. Ich höre mir hier gerade die Geschichte vom Hobbit sozusagen an. Aha, wo wird denn die erzählt? Hier, Herr Elrond. Wenn der Gundabad den Zwergen gehörte, warum blieben sie nicht dort, nachdem sie ihn wieder eingenommen hatten? Das ist eine Frage an einen Zwerg, obwohl es nur noch wenige Überlebende dieses Krieges gibt. Ich vermute, bei den Verlusten, die sie in diesem Krieg erlitten haben, glaubten sie, dass sie zu wenige wären, um Gundabad lange halten zu können. Oder vielleicht hielten sie diese Hallen ganz einfach nicht mehr für bewohnbar, nachdem sie so lange im Besitz der Orks gewesen waren. Wenn die Zwerge den Gundabad einnahmen, kann uns Farin vielleicht mehr darüber erzählen. Er weiß es nicht aus erster Hand, denn er ist zu jung, um in dem Krieg gekämpft zu haben. Trotzdem wird er sich unter der Erde nicht so leicht aus der Festung bringen lassen und womöglich wird sein Zwergenwissen Geheimnisse lüften, die noch nicht einmal die Orks entdeckt haben. So, dafür brauche ich 23 Ausdauer. Das erweist sich hoffentlich als wahr. Wir werden jeden Vorteil brauchen, wenn wir Agandar dort ausfindig machen wollen. Ja, du musst auf den Mut und das Können deiner Gefährten vertrauen, so wie sie dir vertrauen. Der Gundabadberg erwartet uns. Lebt wohl, Meister Elrond. Meister Elrond. Du bist ja immer auch zugange, meine Güte, ey. Ja, bin aber gleich fertig. Muss ich noch einmal schnell zum Schmied? Ach jo, noch einmal schnell zum Schmied. Wenn es sonst nichts ist. Schön, dich wiederzusehen. Und mehr erst können wir weiter. Ja, vor mir auch schon lange. Okay. Hoppala. Drücke Tab, um dein Inventar, Fähigkeiten, Aufgaben und Statistiken anzuzeigen. Ach, das erfahren wir aber früh. Lasst mich das mitnehmen.
Eieiei, wo sind wir denn hier gelandet? Kamera, hallo? Meine Kamera spinnt. So. Was ist denn los? Die ging gerade immer. Hier unten ist gleich eine Blume. Front an sich, dann wieder von hinten, na, normal, dann wieder von vorne, dann wieder von hinten, immer hin und her. Aha. Oh Mann, manchmal spielt sowas auch verrückt. Kann man da drauf spielen? Nee. Nichts mehr. Zack. Oh nein. Oh, schon wieder so einer. Was soll denn der jetzt schon wieder kaputt sein bei mir? Wieso? Hast du schon wieder das Zeichen oben? Ja, genau. Da muss ich gleich mal gucken. Er zeigt das aber, glaube ich, auch schon irgendwie ab der Hälfte an oder so. Fall doch einfach wieder runter. Verdammt! Hilf uns auf, Feinde! Mach schnell! Hoch mit dir! Wir brauchen deine Hilfe! Ich war mir sicher, mein Ende. Damit hatte ich jetzt schön, dass ich mich so durchschaut. Nicht gerechnet. Sollen jetzt schon wieder Bogenschützen sein? Das habe ich auch gehört, ich weiß nur nicht. Oh! Die sind fast so schlimm wie die Orks. Ja, oh, wie die Trolle da. Einigermaßen. Aua. Ich bin bald am Ende. Ja, ich auch. Keine Hilfe. Jetzt brauche ich Hilfe. Ich auch. Vielen Dank. Vorwärts jetzt. Hey. Ach so. So, einer ist weg. Au. Ah, gut. Schon wieder. Ich bin schwer verwundet. Du solltest weniger sorglos mit deinem Leben umgehen.
Danke. Oh Mann. Ich habe nicht die Kraft. Oh, jetzt brauche ich hier Hilfe. Nee, doch nicht. Ich lebe noch. Na gut, dann helfe ich in unserem Zwerg hier. Komm schon, Zwerg. Wir haben noch Feinde zu besiegen. Das klingt ein bisschen wie ein Vorwurf. So. Was meinst du? Was du gesagt hast, als du dem Zwerg geholfen hast. Was hat er denn jetzt schon wieder? Die Waffe. Das kann ich gut. Die habe ich doch gerade noch repariert. Tja. Na gut, dann nehmen die hier. Oh, dieser blöde Zwerg. Achso. Spüre den Zorn der Elder. Ich dachte, von dem wird es jetzt nicht gehen. Was mit dem Zwerg? Der steht da hinten hinter der Tür aus irgendeinem Grund. Oh, das darf nicht wahr sein. Oh, nicht du schon wieder. Yep, ich brauche Hilfe. Sonst bin ich gleich tot. Ja. Ich komme sofort. Eieiei. Verlass uns jetzt nicht, Lehrmeisterin. Wir brauchen dich. Das war nichts. Nein. Nein. Jetzt bin ich tot. Ach, verdammt. Naja, dann machen wir es im nächsten Part nochmal. So. Na gut. Oh, wenn es nicht weitergeht, dann versuchen wir es doch nochmal. So. Ihr starrt vor mir, Dämonen. Ei, ei. Aua. So. Spüre den Zorn der Elder. Ah, da bist du ja wieder. Ja, ich hab grad eben die Bogenschützen hinten erlegt. Uiuiui. Meine Kraft ist zu gering. Da, das war's. Ja? Ja, zumindest mit dem hier. Gut, dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Puh. Also, bis dahin und ciao. Ciao.